Hallo, heute zeige ich euch noch eine Schleife, die eurem Zopf etwas Besonderes verleiht. Die Schleife wird sehr einfach angefertigt. Ihr müsst nur zwei Zöpfe flechten, aus welchen eine solche Schleife geformt wird. Nehmt das Haar zu einem seitlichen Zopf zusammen. Trennt in der Mitte eine Haarsträhne ab und teilt sie in zwei Partien. Aus jeder Partie wird ein normaler Zopf aus drei Strähnen geflochten. Ihr teilt die Strähne in drei Teile und flechtet einen klassischen Zopf aus drei Strähnen. Fixiert das Zöpfchen mit einem dünnen Haargummi. Genauso flechtet ihr den zweiten Zopf. Und jetzt müssen die Zöpfe einfach zu einer Schleife geformt werden. Sie wird in der Mitte mit einer solchen Haarklammer fixiert. Oder es geht auch mit einer Haarnadel oder Bobbypins. Die Enden der Zöpfe kann man so hängen lassen oder man kann sie natürlich auch hinten verstecken. Die Schleife hält sich sehr gut. Sie ist stabil sogar ohne Haarspray, weil wir die Strähnen zu den Zöpfen geflochten haben. Probiert diese Frisur mal unbedingt aus. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!